I want to thank you, Pastor, for the opportunity to come and share. Und Pastor, ich möchte dir danken für die Gelegenheit, dass ich kommen darf und dass ich das Wort mit euch teilen darf. It is always an expression of trust when you open your pulpit. Und es ist immer ein Ausdruck von Vertrauen, wenn du wirklich die Kanzel öffnest, damit jemand kommen kann. And I take that very seriously and I honor you. Und ich nehme das wirklich ernsthaft an und ich ehre das auch. And I thank you for the opportunity to minister the word of God. Und ich danke dir für die Gelegenheit, hier das Wort heute Morgen zu bringen. And we speak a blessing on this house and on your staff. Und wir sprechen wirklich einen Segen aus auf dich und auf den ganzen Mitarbeiterstab und auf das ganze Haus. This is a very special place. Das ist wirklich ein ganz besonderer Ort hier. It's the presence of God manifested among each of us. Es ist die Gegenwart Gottes, die sich hier manifestiert mitten unter uns allen. And we recognize that you brought in that presence of God with you. Und wir nehmen ja an oder wir erkennen, dass ihr jeder einzelne von euch die Gegenwart Gottes wirklich mit reingebracht habt. We understand from scripture that the spirit of God does not dwell in a building anymore. Und aus den Schriften wissen wir ja, dass die Gegenwart Gottes nicht mehr in einem Gebäude wohnt. But our bodies are a temple of the Holy Spirit. Sondern dass unser Leib wirklich ein Tempel des Heiligen Geistes ist. So you see, wherever you go, you bring the Holy Spirit with you. Und deswegen solltest du wissen, dass egal wo du hingehst, du bringst die Gegenwart Gottes mit. He never leaves you, he never forsakes you. Er verlässt dich nie, er wird niemals von deiner Seite weichen. And whether or not you recognize that he's there every moment of every day. Und ganz egal, ob dir das wirklich immer bewusst ist, aber jeden Moment des Tages ist er da, ist er bei dir. So we thank God for the Holy Spirit. Und wir danken den Herrn für den Heiligen Geist. Let's open in prayer. Dann lasst uns im Gebet eröffnen. Father, we're so honored to be in your presence this day. Vater Gott, wir sind so dankbar, dass wir in deiner Gegenwart heute sind. You said in your word where two or more are gathered that you're there in the midst of them. Und du hast in deinem Wort gesagt, wo zwei oder mehr versammelt sind in deiner Gegenwart, da bist du unter ihnen. So we welcome you as our honored guest. Und deswegen heißen wir dich willkommen hier als unseren Ehrengast. Lord, have your way this day and every day. Herr, hab wirklich deinen Weg heute und jeden einzelnen Tag. Father, I pray that I could speak your word. Vater, ich bete, dass ich dein Wort bringen kann. In clarity. In Klarheit. And in a way that people can see and perceive. Und auf eine Art und Weise, dass die Leute es sehen können und auch annehmen können. And we thank you for a manifestation of the Spirit. Und wir danken dir für eine Manifestation des Heiligen Geistes. And give you all the glory and the honor. Und geben dir all die Ehre und die Herrlichkeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you for having a special backdrop for me. Vielen Dank, dass wir so ein schönes Hintergrundbild haben, besonders für mich. I wish Oklahoma was that beautiful. Ich wünschte, dass Oklahoma wirklich so schön aussehen würde. If you did this picture and it was just brown? Wenn du das gleiche Bild nutzen würdest, aber es wäre einfach nur braun? It'd be close. Dann wär's, kommt's der Realität echt nahe. Proverbs. Also dann Sprüche 18:20. A man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth, from the produce of his lips he shall be filled. An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch, am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. What is he telling us? Was sagt er uns hier? It matters what comes out of your mouth. Es spielt eine Rolle, was aus dem Mund rauskommt. Because whatever comes out of your mouth is going to be some type of fruit. Weil was auch immer aus deinem Mund rauskommt, es ist irgendeine Art Frucht. And your words are either going to benefit you or harm you. Und die Worte, die da rauskommen, werden entweder Nutzen für dich haben oder sie werden dich in einer Art und Weise verletzen. See, our words carry power. Du musst verstehen, unsere Worte, da steckt Kraft dahinter. It's because we're made in the likeness and the image of God. Und zwar warum? Weil wir im Ebenbild und in der Gleichheit Gottes geschaffen worden sind. Well, we know that everything that has been made by the word of God. Und wir wissen ja, dass alles, was wirklich geschaffen wurde, aus dem Wort oder vom Wort Gottes geschaffen wurde. He said, "Let there be light," and there was light 3 days before he made the sun. Und er hat ja gesagt, lasse Licht sein, und dann wurde Licht, und das hat er gesagt 3 Tage, bevor es überhaupt die Sonne gab. He said, let there be dry land, and there was dry land. Und er hat gesagt, lass da trockenes Land sein, und da war es. We recognize that God's word is powerful. Und wir realisieren hier, dass Gottes Wort wirklich kraftvoll ist. It's not the same level, but our words contain power also. Und wir haben jetzt nicht das gleiche Level, aber unsere Worte haben auch Kraft. Particularly with our family. Ganz besonders, wenn es um unsere eigene Familie geht. How we talk to our family will create peace or it will create war.
Je nachdem, wie wir mit oder zu unserer Familie sprechen, wird dann entweder Frieden herrschen oder Krieg sein. And sometimes you can say the right thing. Manchmal kannst du das Richtige sagen. But in the wrong way. Aber auf eine falsche Art und Weise. Any husbands in the room? Sind hier Ehemänner im Raum? Does anybody realize I can say I love you to my wife in a way that upsets her? Kannst du realisieren, dass du oder ich eben zu meiner Frau sagen kann, ich liebe dich, aber ich sag's auf eine Art und Weise und das wird sie verletzen? Now I know that your marriage is perfect, mine is not. Also ich weiß ja, dass eure Ehen alle perfekt sind, meine ist es nicht. And there's sometimes there's hard words between me and my wife. Und manchmal gibt's da echt harte Worte zwischen mir und meiner Frau. But I get a whole different reaction even saying the same words. Aber wenn ich dieselben Worte sag, kann ich trotzdem immer eine andere Auswirkung sehen. If I go to my wife and I say, "Baby, I love you." Wenn ich zu meiner Frau sagen würde, Schätzchen, ich liebe dich. I get a whole different reaction. Dann bekomme ich eine andere Antwort oder eine Auswirkung. Than if I said, "Baby, I love you." Als wenn ich sagen würde, Schätzchen, ich liebe dich. See, you put anger behind it. Wenn du da wirklich das mit Ärger sagst. It creates a different fruit. Dann kommt da eine andere Frucht raus. So I want to look in scripture today. Also möchte ich heute in die Schriften schauen. How important our words are. Wie wichtig unsere Worte sind. If you would, Mark's Gospel. Also, wenn ihr mit aufschlagen möchtet, das Markus-Evangelium. The fifth chapter. Und dort im fünften Kapitel. Markus 5. Verse 21. Und dort im Vers 21. And let's go back in history for just a little bit. Und lasst uns mal kurz zurückgehen in die Geschichte. Because sometimes we can read the scripture and we think it's a storybook. Weil manchmal können wir die Schriften lesen und wir denken, das ist wie so ein Geschichtsbuch. And we lose the perspective that these are real life people. Und wir vergessen dann, dass das wirklich echte Menschen waren. And they work for a living. Und die haben ja auch gearbeitet, um sich einen Lebensunterhalt zu verdienen. They have homes. Die hatten ein Zuhause. They have marriages. Die hatten Ehen. They even have children. Die hatten sogar Kinder. And there's periods in their lives that are good and not so good. Und da gab's Zeitabschnitte in ihrem Leben, die gut waren und andere, die nicht so gut waren. So verse 21, now when Jesus had crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to him and he was by the sea. Und jetzt Vers 21. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus. And when he saw him, he fell at his feet. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. And begged him earnestly, saying, "My little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live." Und er bat ihn sehr und sprach, "Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt." So let's stop here for just a minute and look at what's happening. Und jetzt wollen wir mal hier kurz innehalten und mal anschauen, was wirklich passiert ist. Jairus is a ruler of the synagogue. Jairus ist ja da einer der Obersten in der Synagoge. He's also referred to other places in scripture as a rich young ruler. Und in anderen Schriften lesen wir, dass er als reicher Jüngling bezeichnet wird. Historians tell us that he was a Pharisee. Und Historiker sagen, dass er ein Pharisäer war. Those were the people who ruled the synagogue. Und das war halt die Menschenmenge, die den Synagogen vorgestanden haben. They say he was probably in his early 40s. Und Historiker sagen, der war vielleicht in Anfang den 40er Jahren. Also because er war you see, so you jung. Couldn't enter the ministry until you were 30. Also da könnte man auch sehen, okay, man darf oder man sollte nicht in Dienst kommen, bevor man 30 ist. So he's young. Also er ist jung. He's very wealthy. Er ist sehr reich. And he is very powerful. Und er ist auch sehr mächtig. He is a ruler of the synagogue. Er ist einer der Obersten, einer der Vorsteher der Synagogen. They had the best tables in restaurants. Und die hatten auch, wenn sie in Restaurants gegangen sind, die besten Tische. He had people who were servants. Er hatte da einen Tisch, wo sie eigene Diener hatten. He lived in a home that we would call a mansion. Und er hat da ein Zuhause gelebt, was wir heutzutage eine Villa nennen würden. And when he spoke, people moved.
Und wenn er gesprochen hat, dann sind die Leute umhergerannt, haben sich bewegt. You understand, it was a position of power and authority. Und du verstehst, das ist eine Position, die er hatte, die war von Autorität getränkt. And he had the entire synagogue backing him up. Und die gesamte Synagoge stand hinter ihm. Because he was the ruler of the synagogue, he's the head man. Weil er der Oberste wirklich war von der Synagoge. Well, let me ask you a question. Ich möchte euch mal eine Frage stellen. Why would a ruler of the synagogue Warum würde jetzt ein Oberster einer Synagoge come to Jesus? Zu Jesus kommen? You understand in this time in history? Du musst verstehen, in dieser Zeit in der Geschichte. The rulers of the synagogues were the one plotting Jesus' death. Waren ja die Obersten von der Synagoge, die immer versucht haben, Jesu Tod zu planen. So him coming to Jesus was major. Also in der Art und Weise, dass er wirklich zu Jesus gekommen hat, das war eine wichtige Sache. The act of him falling at Jesus' feet and begging him. Die Handlung, dass er Jesus nachgegangen ist und dass er ihn angebettelt, gebeten hat. Was viewed as an act of worship. Das wurde betrachtet als eine Handlung der Anbetung. Pharisees did not worship Jesus. Aber die Pharisäer damals, die haben Jesus nicht angebetet. Pharisees were the ones plotting his death. Die Pharisäer, die waren ja dafür bekannt, dass sie seinen Tod geplant haben. So what would provoke him to do this? Was hat ist jetzt in ihm vorgegangen, das zu tun? Because you understand, the moment he fell at the feet of Jesus and begged him. Weil du musst verstehen, in dem Moment, wo er sich Jesus wirklich zu Füßen geworfen hat. He ended his career. Da hat er eigentlich seine Karriere beendet. He lost his status. Er hat seinen Status verloren. He ended everything about him, everything that he had been trained for, just ended. Alles, wofür er trainiert hat, alles, wofür er ausgebildet war, das ist jetzt zum Ende gekommen. Well, we see that he had a daughter about 12 years old who is homesick. Aber was wir hier auch sehen ist, er hatte damals eine Tochter, die war ungefähr 12 Jahre alt und die war zu Hause krank. I have 6 children. Ich habe 6 Kinder. I can understand his heartbreak that one of your children are dying. Und ich kann wirklich sein Herz verstehen, was gebrochen ist, wenn eins der Kinder so krank ist, dass es sterben wird. And it would provoke you to go do something. Und es wird in dir was bewegen, dass du handelst. You know, you would give anything that your child would just live and be well. Du würdest wirklich alles tun, damit dein Kind wieder gesund wird und lebt. But I believe there's something else going on here. Aber ich glaube, dass da noch was anderes eine Rolle spielt. Because he made this comment. Weil er eben diese Aussage hier getroffen hat. Look at verse 23. Schaut euch mal den Vers 23 this is, an. This is very important for us to understand. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. My little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. We call that today a faith confession. Wir sagen heutzutage, das ist ein Glaubensbekenntnis. You can't have a more positive statement of faith than what he just said. Du kannst nicht ein besseres oder klareres Glaubensstatement haben als das, was er hier gerade gesagt hat. He didn't say, if you come to my house, I hope she'll be okay. Er hat nicht gesagt, wenn du bei mir nach Hause kommst, dann hoffe ich, dass es ihr gut geht. He said definitively, you come to my house and she will live. Sondern sie hat wirklich ein schlussendliches Statement gegeben. Wenn du zu mir nach Hause kommst, dann wird sie leben. Where did he get that type of faith in Jesus? Wo hat er jetzt diesen Glauben herbekommen? Glauben an Jesus. That he knew beyond a shadow of a doubt, if Jesus would just come and touch his daughter, she'd be healed. Wo er ohne Zweifel wusste, dass wenn Jesus zu ihm nach Hause kommt und die Tochter anrührt, dass es ihr besser gehen wird. Well, I'm glad you asked. Ich bin froh, dass ihr die Frage stellt. 3 months before this encounter. 3 Monate bevor diese Situation stattgefunden hat. Jairus met Jesus. Hat der Jairus den Jesus schon getroffen? He was part of a crowd that met in a house. Er war ja Teil einer Volksmenge, die sich da in einem Haus versammelt hatte. Luke's Gospel, the 5th chapter, gives you a complete picture of it. Und wenn du das Lukas-Evangelium in Kapitel 5 liest, dann kannst du da die gesamte Geschichte lesen. You can go back and you can read it, begins in verse 17. Und du kannst dann später dir das anschauen, es beginnt im Vers 17. He said, there were Pharisees and teachers of the law that came by out of every town in 3 counties. Und da steht geschrieben, dass Pharisäer und Schriftgelehrte aus 3 umliegenden Dörfern kamen, um in dieses Haus sich zu versammeln.
Those were the rulers of the synagogue. Und das waren eben auch die Obersten der Synagogen. And they filled the house to hear Jesus speak. Und die haben das Haus erfüllt, um Jesus sprechen zu hören. And men brought on a mat a man who was paralyzed. Und dann haben andere Männer einen Gelähmten gebracht, der auf einer Liege lag. And they couldn't get in, so they opened the roof and let him down through the roof. Und die konnten mit dem Gelähmten nicht durch die Tür gehen, also sind sie aufs Dach gegangen und haben ihn durchs Dach nach unten gelassen. When Jesus saw their faith. Und als Jesus den Glauben von diesen Männern gesehen hatte. He said, "Man, your sins are forgiven you." Dann hat Jesus gesagt, eure Sünden sind euch vergeben. Here's a question. Und hier ist eine Frage. I promise, no secret answers. Und nochmal, es ist keine Trickfrage, keine versteckten Antworten. What did the man need? Was wollte der Mann? Warum ist der Gelähmte gekommen? Healing. Ja, er ist gekommen, geheilt zu werden. What did Jesus say to the man? Aber was war die Antwort von Jesus zu ihm? Your sins are forgiven. Deine Sünden sind vergeben. You see, there's a common thread through all of Scripture. Und du kannst sehen, dass es in den gesamten Schriftstellen wirklich wie einen roten Faden gibt. That connects the forgiveness of sins and the healing of the body. Wo die Vergebung der Sünden verbunden wird mit der Heilung des Körpers. But you understand these Pharisees and teachers of law were there to accuse Jesus of something. Aber du musst auch verstehen, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten da waren, um halt Jesus anzuklagen. And when he said that, they went, aha. Who is this that speaks blasphemies? Und als Jesus das so gesagt hat, dann haben sie gesagt, ha, jetzt haben wir ihn. Er macht ja Gotteslästerung. Who can forgive sins but God alone? Wer kann Sünden vergeben außer Gott alleine? Then Jesus perceives their thoughts. Und dann Jesus weiß dann die Gedanken derer. He says, "Why are you reasoning in your heart? Who can forgive sins?" Und er sagt dann, warum wundert ihr euch in euren Herzen und fragt euch, wer Sünden vergeben kann? He said, "So that you know that the Son of Man has power on earth to forgive sins." So dass ihr dann wissen könnt, dass der Sohn der Menschen auf Erde wirklich Macht hat, um Sünden zu vergeben. He said to the man, rise, take up your bed and walk. Und er sagt dann zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh. And that encounter ends with this statement. Und diese Begebenheit damals hat halt mit einer folgenden Aussage geendet. And they were all filled with fear. Und die waren alle furchterfüllt. And glorified God. Und haben Gott verherrlicht. And said, "We've seen strange things today." Und wir haben heute unglaubliches, komische Sachen gesehen. Why was it strange to them? Warum war das unglaublich oder komisch für sie? Because it didn't fit their doctrine. Weil das einfach nicht zu ihrer Lehre gepasst hat. They believed they found Jesus was a blasphemer. Die sind da ja hingekommen, um herauszufinden, dass Jesus ein Gotteslästerer ist. And yet he's not, because he healed the man. Und er ist es ja nicht, weil er den Mann geheilt hat. Jairus had to go home and ponder that. Der Jairus musste dann nach Hause gehen und da nochmal drüber nachdenken. I can picture him sitting at the house and his daughter's dying. Und ich stelle mir das so vor, er sitzt bei sich zu Hause, denkt darüber nach und seine Tochter ist da und ist am Sterben. And he remembers the miracle. Here's this person just being lowered into the midst. Und erinnert sich jetzt an das Wunder, was er ja gesehen hat, wo der Gelähmte da einfach nach unten gelassen wurde. Understand, he was lower class. Und dieser Mann, also der Gelähmte, war ja aus der unteren Schicht. And there had sparked something on the inside of Jairus. Und irgendwas in Jairus drin hat sich angefacht. Because when Jesus came back, he went straight to him. Weil als Jesus nämlich wieder zurück war in der Stadt, da ist er genau zu ihm gegangen. And made this very positive statement. Und hat dann hier diese positive Aussage getroffen. My little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. One encounter with Jesus as the healer. Eine Begegnung nur mit Jesus als dem Heiler will cause faith in those around you. Wird Glauben entfachen in denen, die das sehen. So Jesus goes with Jairus. Also der Jesus geht mit dem Jairus. And encounters a woman with the issue of blood. Und auf dem Weg treffen sie die Frau mit dem Blutfluss. Now we understand through the scripture and through history that this woman was a Jewish woman. Und aus der Geschichte und aus den Schriften wissen wir, dass das eine jüdische Frau war. How do you know that? Woher weißt du das?
Because in the Jewish tradition, weil in der jüdischen Tradition, if you had an issue of blood, you were unclean. Wenn du irgendwas mit dem Blut hattest, dann warst du unrein. And we read that she was unclean. Und wir lesen in den Schriften, dass sie unrein war. Now there's some interesting things that come here. Und es sind interessante Sachen, die da vorkommen. She had an issue of blood. How many years, do you know? Wie viele Jahre lang hatte sie den Blutfluss? Wisst ihr das? 12 years. 12 Jahre lang. How old was Jairus' daughter? Wie alt ist die Tochter vom Jairus? 12. Auch 12. Commentators say, die Leute, die Kommentare geschrieben haben, sagen, that the term that they used for an issue of blood, dass diese Aussage oder die Wortwahl, die sie getroffen haben für eben Blutfluss, most times is from a miscarriage. Dass das häufig deshalb resultierte, weil sie ein Kind verloren haben. So she was pregnant at the same time as Jairus's wife. Also war die Frau höchstwahrscheinlich schwanger zur gleichen Zeit, als die Frau vom Jairus schwanger war. She was a member of his synagogue. Und sie war ja auch ein Mitglied von seiner Synagoge. She lost her child. Jairus' child was born alive. Sie hat ihr Kind verloren und die Tochter vom Jairus ist geboren. You were not allowed to leave your house if you were unclean. Und wenn du unrein warst, dann durftest du dein Zuhause nicht verlassen. If you did leave your house, you had to wear a sign. Und wenn du dann mal aus dem Haus gegangen bist, musstest du so ein Schild tragen. And you had to announce yourself as unclean. Und dann musstest du immer wieder verkündigen, dass du unrein bist. Because if you touched anyone else, weil wenn du dann irgendjemand anders angerührt hast, you would make them unclean. Dann wäre die Person unrein geworden. If you left the house without the sign, wenn du aus dem Haus gegangen wärst ohne dieses Schild, and you touched somebody else, und du hast dann jemand anders berührt, they would bring you to the ruler of the synagogue to have you condemned to death. Dann haben sie dich genommen und haben sich zum Obersten der Synagoge gebracht, um dich da zu Tode zu verdammen. They would stone you. Also die hätten dich dann gesteinigt. So here's this woman with the issue of blood. Und hier ist jetzt die Frau mit dem Blutfluss. And she said. Und sie sagte. Remember, we're talking about words and the power of words. Also denkt drüber nach. Wir sprechen ja über die Worte und die Kraft, die in unseren Worten steckt. If I could just touch the hem of his garment, I'll be made whole. Also die Frau hat gesagt, wenn ich einfach nur sein Gewand anrühre, werde ich wieder gesund gemacht. Again, another faith statement. Also nochmal, es ist ein Glaubensbekenntnis. And the word says she came behind him in the press. Und das Wort sagt, dass sie in der Volksmenge von hinten an ihm rankam. And touched the hem of his garment, and the moment she touched him. Und hat wirklich sein Gewand angerührt und in der Sekunde the blood stopped. Hat der Blutfluss aufgehört. Now picture this for a minute. Stell dir das mal kurz vor. There's several thousand people walking down the street. Viele tausende von Leute laufen da die Straße runter. They're surrounding Jesus. Und die sind um Jesus drumherum. And who is Jesus standing next to? Und neben wem steht Jesus? He's standing next to Jairus. Er steht ja neben dem Jairus. So she comes up behind them so she couldn't be seen. Also kommt sie hinter ihm vor, damit sie nicht gesehen wird. And the only one who could heal her is standing next to the only one who could condemn her. Und der einzige, der sie heilen konnte, steht genau neben der Person, der sie hätte töten können. See, this is a woman of great faith. Und das ist eine Frau mit großartigem Glauben. She thought she got away from it. Und sie hat gedacht, sie kommt aus der Situation raus. And then Jesus stops and goes, "Who touched me?" Und als sie das gemacht hat, dann dreht sich Jesus um und sagt, wer hat mich berührt? And Peter, who is Captain Obvious, I mean. Und der Petrus, der irgendwie immer alles weiß oder sieht. He goes, what do you mean, who touched you? Everybody's touching you. Der sagt dann so, was meinst du? Dich hat jemand angerührt? Jeder rührt dich doch an. Don't you see all these people? Siehst du nicht die ganzen Menschen hier? They're all trying to touch you. Und die versuchen ja alle dich anzufassen. And Jesus said, no, somebody touched me because I felt power flow. Und Jesus hat gesagt, nein, ich habe gemerkt, eine bestimmte Person hat mich angefasst, weil ich gemerkt habe, wie Kraft aus mir rausging. You understand, your statement of faith will make power flow. Du musst verstehen, wenn du ein Glaubensbekenntnis, eine Glaubensaussage triffst, dann wird da Kraft freigesetzt. Because God will take you at your word. Weil Gott wird dich beim Wort nehmen. Your word is powerful. Und die Worte, die du sprichst, die sind kraftvoll. And when she could not, when she saw that she could no longer be hid, und als sie dann merkte, dass sie sich nicht mehr verstecken konnte, she came and fell at Jesus' feet and told him
everything that had gone on. Und dann hat sie sich auch Jesu zu Füßen geworfen und hat alles erzählt, was vorkam. I'm paraphrasing it for time. Also ich fasse das jetzt so ein bisschen zusammen. And then Jesus said, your faith has made you whole. Und dann hat Jesus gesagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht. And then he says this. Und dann sagt er Folgendes. Go in peace. Geh in Frieden. It's another one way of him telling the crowd. Und es ist eine andere Art und Weise, um zu sagen. Don't bother her. Zu sagen, dass diese Menge sie nicht stören soll. See, he set her free physically. Also er hat sie physisch freigesetzt. And then he set her free socially. Und dann hat er sie auch sozial freigesetzt. And the only person who could condemn her. Und die einzige Person, die sie wirklich, der sie verdammen konnte, stood next to Jesus silent. Stand neben Jesus, das war der Jairus. So not only was she healed, also wurde sie nicht nur geheilt, she was set free. Sondern sie wurde auch freigesetzt. It tells me this about God. Und was ich daraus lerne über Gott, he'll heal your physical body, er heilt deinen Leib, deinen physischen Körper, but he'll also set you free. Aber er setzt dich auch frei. Thank you, Father, for setting us free. Danke, Vater, dass du uns freisetzt. He's a good God. Er ist ein guter Gott. He wants to see us succeed in every area of life. Er möchte sehen, dass wir Erfolg haben in jedem Bereich unseres Lebens. Now come down to verse 35. Jetzt gehen wir mal zum Vers 35. I want you to see this. Und ich möchte, dass ihr das seht. While he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house and said, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten der Obersten der Synagoge und sprachen, "Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch?" Okay, stop here for just a second. Da bleiben wir auch mal kurz stehen. The woman with the issue of blood is set free. Also die Frau mit dem Blutfluss ist ja freigesetzt worden. And then servants from Jairus' house bring him the bad news. Und da kommen dann die Diener aus dem Haus vom Jairus und bringen ihm eine ganz schlimme Nachricht. Your daughter's dead. Deine Tochter ist gestorben. Why trouble him any further? Warum belästigst du ihn weiterhin? It's a very polite way of saying, don't bring him to your house. Und das war eine Aussage, einfach um ihm zu sagen, du brauchst ihn gar nicht mehr mit nach Hause zu bringen. They're telling Jairus. Also die sagen dem Jairus, your daughter's dead and there's nothing you can do about it. Deine Tochter ist tot und es gibt nichts, was du tun kannst. But don't bring him to your house. Aber bring ihn nicht mit nach Hause. See, people will forgive you for what you've done. Also die Leute werden dir ja vergeben, was du getan hast. But the moment you bring him into your house, your career is completely done. Aber in dem Moment, wo du jetzt ihn mit nach Hause nimmst, da ist deine Karriere beendet. See, they're good servants. Also das sind gute Diener. They're trying to help him preserve something out of this terrible situation. Die versuchen ihn wirklich vor noch viel schlimmeren Dingen zu bewahren. Verse 36. Vers 36. As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, "Do not be afraid, only believe." Sobald aber Jesus das Wort hörte, das sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, "Fürchte dich nicht, glaube nur." Question. Eine Frage. Believe what? Was denn glauben? He had a choice. Also er hatte ja eine Wahl. He could believe that his daughter's dead. Er hätte entweder glauben können, dass seine Tochter tot ist. Or he could believe his own words. Oder er könnte seine eigenen Worte glauben. If you come to my home and put your hand on her, she will live. Wenn du nach Hause kommst, zu mir nach Hause kommst und meiner Tochter die Hände auflegst, dann wird es ihr gut gehen und sie wird am Leben bleiben. See, God will take us at our word. Also Gott nimmt uns beim Wort. You may think you're in a place where it's a moment of weakness. Du denkst vielleicht, du bist da in einer Situation drin von Schwäche. But God will take your weakness and take it as a faith statement. Aber Gott wird dich in der Schwäche auch nehmen und wird das als Glaubensstatement nutzen. Even if the situation seems hopeless. Selbst wenn die Situation selber hoffnungslos aussieht. Stay with what you first say. Dann bleib bei dem, was du zuallererst darüber gesagt hast. Stay with that statement of faith. Bleib bei deiner Glaubensaussage. And we know that Jesus went on to his house. Und wir wissen ja, dass Jesus dann zu ihm nach Hause gekommen ist. And there was a large crowd there weeping for the death of the daughter. Und da war eine große Menschenmenge und die haben alle geweint, weil die Tochter gestorben war. Did you know at that time if you were wealthy you hired mourners? Wusstest du, dass zu der Zeit, wenn du reich warst, dass du Leute wirklich professionelle angeheuert hast, damit sie weinen, damit sie trauern?
Okay, that makes my imagination start up. Also, wenn ich das so höre, dann stelle ich mir das bildlich vor. How do you become a professional mourner? Wie wirst du da zu einem professionellen Trauernden? What does the job interview look like? Wie sieht da das Jobinterview dafür aus? Well, tell me the last four times you cried. Okay, sag mir mal, wann waren die letzten vier Mal, wo du geweint hast? Can you cry on the spot? Kannst du jetzt sofort weinen? Because you understand these people didn't know the little girl. Weil die Leute, die da geweint haben, die kannten ja das Mädchen nicht. But they were professionals. Aber die waren wirklich professionelle. Is this what those whiny little children grow up to be? Ist das die kleinen Kinder, die immer so am Rumjammern und weinen sind, ist das deren Job später? Yeah. I had a daughter who could be a professional mourner. Also ich hatte eine von meinen Töchtern, die hätte wirklich eine professionelle Trauernde sein können. She could cry at the drop of a hat. Die konnte wirklich aus der Sekunde heraus anfangen zu weinen. Maybe we're missing it. People aren't working because we don't have professional mourners anymore. Vielleicht ist das ein Grund, warum wir so viele Arbeitslose haben, dass eben manche nicht professionelle Trauernde sind. I don't know. Weiß ich nicht. But there's these professional mourners there, and Jesus said, "The girl's not dead; she's only asleep." Also, das sind diese professionellen Trauernden, die eben weinen, und Jesus kommt da rein und sagt wirklich: "Weint nicht; sie ist nicht tot." And they turned around and laughed at Jesus. Und sie haben sich umgedreht und Jesus ausgelacht. The Bible says they laughed him to scorn. Und die Bibel sagt, dass sie ihn ja ausgelacht haben. In other words, they said, "No, she's dead." Und sie sagen dann: "Nein, sie ist tot." I know she's dead. Ich weiß, dass sie tot ist. I'm a professional. Weil ich ja da professionell bin. This is the ninth time I've mourned. Und das ist jetzt schon das neunte Mal, wo ich professionell trauere. And you don't know what you're talking about. Und du verstehst nicht, wovon du sprichst. 'Cause we know dead. Weil wir wissen das. And this girl is dead. Und das Mädchen ist tot. And Jesus put them out of the house. Und Jesus hat sie dann rausgeschmissen aus dem Haus. It tells me this. Und ich lese da Folgendes drin. Sometimes to stay in faith. Manchmal, damit du im Glauben bleibst. You have to put some things out of the house. Da musst du manche Dinge wirklich rausschmeißen, raus aus dem Haus. You might have to turn off the TV. Vielleicht musst du am Fernseher ausschalten. You might have to step away from social media. Vielleicht musst du aus den sozialen Netzwerken rausgehen. So that you can stay with what you believe. So dass du da dran bleiben kannst an dem, was du glaubst. Have you ever had God speak to you about something? Hattest du schon mal, dass Gott über etwas mit dir gesprochen hat? And you shared it? Und du hast es dann jemandem mitgeteilt? And the professional mourners show up and show you why you're wrong? Und dann kommen die professionellen Trauernden und die sagen dir dann, warum du falsch liegst. No, put them out of the house. Nein, dann schmeiß sie raus. Turn off the TV and the radio. Und schalt den Fernseher aus, schalt das Radio aus. Stay with what you first say. Bleib bei dem, was du zuallererst ausgesprochen hast. Jesus walks into the bedroom and here's this child on the bed. Und Jesus geht dann ins Schlafzimmer rein und da liegt das Kind auf dem Bett. And he said something very interesting. It's one of the few places in Scripture where they quote Aramaic. Und er sagt dann was ganz Interessantes und das ist eine der wenigen Schriftstellen, wo sie Aramäisch zitieren. He said, Talitha kumi. Und er sagt Talitha kumi. It's an Aramaic term that was spoken probably every morning in every household. Und das ist ein aramäischer Ausspruch, den sie wahrscheinlich jeden Morgen in jedem Haus gesprochen haben. Mothers and fathers would use that term when they woke their children up. Die Eltern, also Mütter und Väter, die haben das ausgesprochen, wenn sie ihre Kinder aufgeweckt haben. It's time to get up. Das ist so wie, Schätzchen, steh auf. I love you. Ich liebe dich. Talitha kumi. Talitha kumi. He spoke to the child in words that she heard every day of her life. Also er hat das Mädchen angesprochen mit Worten, was sie jeden Tag gehört hat. And she rose to life. Und sie ist dann wirklich wieder zu Leben gekommen. And what's the first thing you do with a 12-year-old? Und was ist dann das erste, was du mit so einem 12-jährigen Mädchen machst? You feed them breakfast. Du gibst ihr doch Frühstück. There's nothing deep there. Und das ist jetzt nichts Tiefgründiges. It's just part of getting up. Das ist einfach nur Teil vom morgens Aufstehen. And Jairus got exactly what his words were. Und Jairus hat nämlich genau das bekommen, was er mit seinen Worten ausgedrückt hat. If you come to my house and put your hands on my child, she will live. Wenn du zu mir nach Hause kommst, meinem Kind die Hände auflegst, dann wird sie leben. Our words are powerful. Unsere Worte sind kräftig. Our words of faith move the hand of God. Unsere Worte, wenn sie mit Glauben gefüllt sind, werden sie die Hand Gottes bewegen. And he will move
based on his compassion. Und Gott wird wirken anhand seines herzlichen Erbarmens. I think in today's society we lose sight of the compassion of God. Ich glaube, in unserer heutigen Gesellschaft verlieren wir sein herzliches Erbarmen so ein bisschen aus dem Augenmerk. We can quote the verse. Wir können die Schriften zitieren. But we forget we're saved because God loved us. Aber was wir vergessen ist, dass wir errettet sind, weil Gott uns liebt. For God so loved the world. Weil Gott ja die Welt so sehr geliebt hat. What is the reason why you have the ability to be saved? Warum oder was ist jetzt der Grund, dass du die Fähigkeit hast, gerettet zu sein? Because when you were still his enemy, he loved you. Weil als du immer noch sein Feind warst, hat er dich schon geliebt. Amen. Amen. Well, now that you're his child, do you think he loves you any less? Und jetzt, wo du ja sein Kind bist, denkst du, dass er dich weniger liebt? I often ask, why does the religious world make things so easy for people who don't know Christ? Und manchmal denke ich, warum es so leicht gemacht worden ist für Leute, die Christus nicht kennen. And yet so complicated for us who do know Christ. Aber dann machen sie es so schwierig für uns, die aber ja Christus schon kennen. I mean, we just had this little bit of faith that said, Jesus, I believe that you died for me. Wir hatten ja mal nur diesen kleinen Glauben, als wir gesagt haben, Jesus, wir glauben, dass du für mich gestorben bist. And that was enough to release enough power to bring us from being dead to being alive. Und dieser kleine Glaube war genug, um uns quasi aus dem Tod in das Leben zu bringen mit Jesus. You were dead in your trespasses, were made alive in Christ. Du warst ja tot in deinen Übertretungen und bist jetzt lebendig gemacht worden in Christus. And you really had just a little bit of faith. Und du hattest ja damals nur diesen kleinen Glauben. I've never met someone who was a Bible school graduate before they got saved. Und ich habe niemals jemanden getroffen, der bevor er errettet war, schon eine Bibelschule abgeschlossen hatte. Or a great theologian. Oder der ein großer Theologe war, bevor er errettet wurde. No, it happens at different points of our lives. Nein, diese Errettung, die passiert in unterschiedlichen Phasen unseres Lebens. And it for me anyways. Und für mich? It was when I knew the least about Christ. War das zu einem Zeit, wo ich das wenigste über Christus wusste. But something on the inside said I can do this. Aber irgendwas in mir drin hat gesagt, ich kann das machen. Something on the inside said yes, he's real. Irgendetwas in mir drin hat gesagt, ja, er ist echt. And I didn't have a special prayer. Und ich hatte gar kein besonderes Gebet. My prayer of salvation was very simple. Mein Übergabegebet war ganz einfach. Father, if you give me 8 hours sleep. Vater, wenn du mir 8 Stunden Schlaf gibst. I'll give you the rest of my life. Dann gebe ich dir den Rest meines Lebens. And I looked at the clock. Und ich habe dann die Uhr angeschaut. Because I wanted 8 hours sleep. Weil ich wirklich 8 Stunden schlafen wollte. I woke up 10 hours later. Und 10 Stunden später bin ich erst wieder aufgewacht. Still sitting in the same position. Und ich saß immer noch in der gleichen Position. God proved to me that he was real. Und Gott hat mir wirklich bewiesen, dass er real ist. My accepting him as my Lord and Savior. Dass ich ihn anerkannt habe als Retter und Erlöser. Changed my life forever. Hat mein Leben für immer verändert. And yet the extent of my knowledge of him. Und trotzdem die Erkenntnis, die ich damals über ihn hatte. Was not a whole lot more than I hope this works. Und war nicht viel mehr als einfach nur diese Sache, ich hoffe, es funktioniert. Well, here I am years later. Und jetzt bin ich hier Jahre später. And my knowledge of who he is has grown. Und die Erkenntnis über ihn ist gewachsen. Well, same with you, right? Und das ist doch das Gleiche bei euch, oder? Do you know more now than the day before you were saved? Weißt du jetzt mehr über ihn als an dem Tag, wo du dich ihm hingegeben hast? And yet I hear religious people say things like this. Und trotzdem höre ich religiöse Menschen, die Folgendes sagen. Well, you're not praying enough. Oh, du betest nicht genug. Or you haven't read the word enough. Oh, du hast nicht genug im Wort gelesen. You can list out the reasons why you're not seeing God move. Und du kannst dann die Dinge wirklich aufschreiben, warum du Gott nicht wirken siehst. And it always seems to center around something that I'm not doing. Und diese Gründe, die sie geben, sind immer darauf konzentriert, etwas, was ich nicht tue. And I asked at one point. Und einmal habe ich mal eine Frage gestellt. I didn't do a whole lot before I was saved. Bevor ich errettet war, habe ich ja auch nicht viel getan. Yet I recognized that as the greatest demonstration of God's power on the earth. Aber ich habe das anerkannt als wirklich große Kraftwirkung Gottes auf Erden. Jairus wasn't a believer. Und der Jairus war ja auch noch kein Gläubiger. He hated Christ. Er hat ja Christus gehasst. He was plotting his death. Er hat ja seinen Tod geplant.
Yet his statement of faith raised his daughter. Aber seine Glaubensaussage hat dazu geführt, dass seine Tochter wieder am Leben war. Now, that doesn't mean you can live just any way that you want. Das bedeutet jetzt nicht, dass du auf egal welche Art und Weise leben kannst. It should be something that makes you live closer to God. Sondern es sollte etwas sein, was dazu führt, dass du näher mit Gott lebst. The more I love him, the more time I spend with him. Umso mehr ich Gott liebe, umso mehr Zeit verbringe ich mit ihm. Tithing is not hard, it's an expression of my worship to God. Und Opfer und Zehnten geben ist nicht schwer, sondern das ist ein Ausdruck von meiner Anbetung Gott gegenüber. Prayer is not hard, it's just me talking with my father. Und Gebet ist auch nicht schwer, das bin einfach ich, der mit meinem himmlischen Vater spricht. In fact, I love him so much. Eigentlich liebe ich ihn ja so sehr. I avoid sin. Da gehe ich der Sünde richtig aus dem Weg. Because I want to honor my father. Weil ich meinen Vater ehren möchte. You know, there's two ways to raise a child. Es gibt ja zwei Arten, wie man Kinder aufwachsen sehen kann. You can teach them to fear you. Du kannst ihnen beibringen, dass sie dich als Elternteil fürchten. And to fear punishment. Und dass sie die Strafe fürchten, die kommt. And for a time that will work. Und klar, für einen gewissen Zeitabschnitt funktioniert das auch. But you know, they get to a certain age. Aber wenn sie dann ein gewisses Alter erreicht haben, and the fear is no longer there. Dann haben sie diese Furcht nicht mehr. The second way. Und die zweite Art. You can teach them to love you. Du kannst ihnen beibringen, dass sie dich lieben. To honor you. Dich zu ehren. To fall in love with you. Dass sie sich in dich verlieben. And then they avoid things just so that they don't disappoint you. Und dann werden sie Dinge bewusst aus dem Weg geben, einfach nur weil sie dich nicht verletzen wollen. I don't know, 11 or 12 years old. Als ich damals 11 oder 12 Jahre alt war. And I grew up in a house, my father was military. Und ich bin ja im Haus aufgewachsen und mein Vater war damals im Militärdienst. The joke was he could kill you with his voice. Und der Witz war immer, dass er mit seinen Worten Leute echt umbringen konnte. I came close to death a number of times. Und ich bin ganz nah an den Tod gekommen mehrmals. Maybe you don't understand what I mean. Vielleicht verstehst du nicht, was ich damit ausdrücken will. He would stick his nose in my eye socket. Er ist dann so nah an mich rangekommen, dass er seine Nase in meine Augen gesteckt hat. And he would tell me how I'm going to live. Und er hat mir wirklich gesagt, wie ich leben muss. And the only thing you could do is shake. Und das Einzige, was du machen kannst, ist so irgendwie zittern. Well, I did something dumb. Und ich habe wirklich was Dummes gemacht. It wasn't the first time. Und es war auch nicht das erste Mal. Wasn't the last time. War leider auch nicht das letzte Mal. It was just another time I did something dumb. Sondern es war halt nur ein anderes Mal, wo ich halt was Dummes gemacht habe als Kind. And my mother goes, go to your room. Und meine Mutter hat gesagt, geh auf dein Zimmer. I'll let your father take care of you. Und wenn der Papa kommt, dann wird er sich drum kümmern. There were 13 stairs from the first floor to my room. Und von unten bis zur ersten Etage waren es wirklich 13 Stufen. I know because I would count his footsteps coming up. Und ich weiß das deshalb so genau, weil jedes Mal, wenn er hochgekommen ist, habe ich seine Fußtritte gezählt. And I'm sitting in my room and I'm waiting for him to open the door. Und ich sitze da in meinem Zimmer und ich warte, dass er dann die Tür aufmacht. And I'm actually trembling. Und ich bin so am echt zittern. Because I don't know what's going to happen. Weil ich ja nicht weiß, was passieren würde. But it's not going to be good. Aber ich wusste, es wird nicht gut sein. And it's like he spent forever outside my door. Und es schien so, als ob er zu lange draußen vor der Tür wartete. He opens my door and for the first time in my life I saw tears in his eyes. Und dann hat er die Zimmertür aufgemacht und zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich gesehen, dass er Tränen hatte. And I still remember his face. Und ich erinnere mich immer noch an seinen Gesichtsausdruck. I can still hear his voice. Ich kann immer noch seine Stimme hören. And he said, I trusted you. Und er hat gesagt, ich habe dir vertraut. I've never been so disappointed. Ich war noch niemals so enttäuscht. And he closed the door and walked away. Und er hat die Tür wieder zugemacht und ist weggegangen. I wish he would have beat me. Und damals hätte ich mir gewünscht, dass er mich geschlagen hätte. 'Cause I could get over that. Weil darüber wäre ich leichter hinweggekommen. But here it is. 50 years later. Aber jetzt 50 Jahre später. And I can still see his face. Ich kann immer noch seinen Gesichtsausdruck sehen. I can still hear his voice. Ich höre immer noch seine Stimme. And it still bothers my heart. Und es stört mein Herz immer noch. Because I loved him. Weil ich ihn geliebt habe. You understand what I'm saying? Könnt ihr verstehen, was ich damit sagen will?
If I could develop that type of relationship with Father God, wenn ich diese Art von Beziehung mit meinem himmlischen Vater entwickeln kann, where I'm so in love with him, wo ich dann so sehr verliebt bin in ihm, that everything I do will be to please him, wo alles, was ich tue, ihm wirklich wohlgefällig sein soll. I think I read about that in Scripture. Und ich glaube, das habe ich irgendwo in den Schriften schon mal gelesen. I think Jesus said, I do all things to please the Father. Ich glaube, Jesus hat gesagt, ich tue alles, um dem Vater wohlgefällig zu sein. See, Jesus wasn't afraid of punishment. Also Jesus hatte ja keine Angst vor Bestrafung. He was afraid of disappointing the Father. Er hatte Angst dafür, den Vater nicht wohlgefällig zu sein. I said all that to say this. Und ich habe all das jetzt hier gesagt, um Folgendes auszudrücken. The most important thing we have in life. Das Wichtigste, was uns im Leben gehört, is our relationship with God through Jesus Christ. Ist unsere Beziehung mit Gott durch Jesus Christus. If my relationship with him is good, wenn meine Beziehung mit ihm gut ist, and is growing, und die wächst, then my relationship with my wife is good. Dann ist auch die Beziehung mit meiner Frau gut. My relationship with my children is good. Dann ist die Beziehung mit meinen Kindern gut. The place where I go to work is blessed. Da, wo ich zur Arbeit gehe, auch diese Arbeitsstelle ist gesegnet. So what's been coming out of your mouth? So, was kommt jetzt aus euren Mündern raus? Has it been a faith statement? Waren es Glaubensaussagen? Has it been words of compassion? Waren es Worte voll Erbarmen? Or have you been eating the fruit of your mouth and it's not really good? Oder hast du die Frucht aus deinem Mund selber geschmeckt und es ist nicht gute Frucht? This is the day. Das heute ist der Tag. This is the moment. Und das ist der Moment. You can make the change. Du kannst jetzt etwas verändern. You can make a decision from this point on. Du kannst eine Entscheidung treffen, dass ab jetzt, I'm going to speak the word of God. Spreche ich das Wort Gottes. I'm going to operate in his compassion. Und ich werde handeln in seinem Erbarmen. And I'm going to demonstrate his love. Und ich werde seine Liebe demonstrieren. And that is the greatest act of an evangelist you'll ever see. Und das ist wirklich die größte Handlung eines Evangelisten, was du jemals sehen wirst. Your spouse will follow you. Dein Ehepartner wird dir folgen. Your children will follow you. Deine Kinder werden dir folgen. Where are you leading them? Aber wo führst du sie hin? Just something to think about. Das ist nur etwas, wo man drüber nachdenken sollte. One of the things that we do from the pulpit. Eine Sache, die wir hier von der Kanzel machen. Is to try to bring the reality of the scripture to the hearers. Wir versuchen die Realität der Wahrheit aus der Schrift zu den Zuhörern zu bringen. And this isn't a bad message. Und das ist ja keine schlechte Botschaft. I hope you gain something from this. Ich hoffe, dass ihr da was rausgenommen habt. I hope it helps you. Ich hoffe, dass es euch hilft. Because it'll change your life. Weil das wird euer Leben verändern. It'll change your home. Es wird dein Zuhause verändern. The place that you work. Es wird deine Arbeitsstelle verändern. And you'll see the goodness of God come through you. Und du wirst dann die Güte Gottes sehen, wie sie durch dich durchkommt. You'll see the grace of God come through you. Und du wirst die Gnade Gottes sehen, wie sie durch dich durchkommt. And where his grace and goodness is, his power is. Und da, wo seine Gnade und seine Güte ist, wird auch seine Kraft, seine Stärke sein. It's amazing how easy it is to demonstrate the power of God. Und es ist ganz erstaunlich, wie es ist, wenn die Kraft Gottes demonstriert wird. Let me leave you with just one thought. Lasst mich euch jetzt entlassen mit noch einem Gedanken. We had a dear lady in our church. Wir hatten eine ganz liebenswürdige Dame bei uns in der Gemeinde. Had no Bible training. Und sie hatte gar keine Ausbildung im Wort Gottes. She wasn't a theologian. Sie war keine Theologin. But she was in love with God. Aber sie war voll verliebt in Gott. And God used her in incredible ways. Und Gott hat sie gebraucht in echt erstaunlichen Wegen. She was home vacuuming one day. Eines Tages war sie zu Hause und hat Staub gesaugt. And she said she heard the voice of God say, "Go shopping." Und sie hat gesagt, sie hat die Stimme Gottes gehört, die gesagt hat, geh einkaufen. And all the ladies said, "Amen." Und alle Frauen sagen dazu Amen. It's a good call. Ist doch eine gute Sache, die Gott da sagt, oder? So she goes shopping. Also geht sie einkaufen. And she's walking through the store and she's wondering, why am I here? Und sie ist da im Geschäft und läuft da so durch die Gänge und fragt sich, warum bin ich jetzt hier? And after a little while she thought, well, I didn't really hear God. Und nach einer gewissen Zeit denkt sie, vielleicht habe ich ja Gott nicht wirklich gehört. So she goes to leave the store. Also geht sie aus dem Geschäft raus. And she said it was the most incredible sight I'd ever seen. Und sie hat gesagt, das war wirklich jetzt das erstaunlichste, was sie da gesehen hat. It was like someone took a spotlight and put it on this one lady getting in her car. Also sie hat eine Frau gesehen, die auf dem Weg in ihr Auto war, und das war, als ob da jemand einen Scheinwerfer auf diese Frau drauf gerichtet hat. So she went over to talk to her.
Also ist sie zu der Frau hingegangen und hat mit ihr gesprochen. She's a lot like my wife. They've never met a stranger. Und diese Frau aus der Gemeinde, die ist so wie meine Frau, die kennen Fremde nicht. They can talk to anybody. Die sprechen einfach mit jedem. I wish I had that gift. Ich wäre froh, wenn ich diese Gabe hätte. Long story short. Um deine Geschichte abzukürzen. The lady had stage 4 cancer. Die Frau da auf dem Parkplatz, die hatte wirklich Level 4 Krebs. Notice I said had. Und denk dran, ich habe gesagt, sie hatte. She lost the cancer in the parking lot right then and there. Sie hat ihren Krebs verloren da auf dem Parkplatz. Amen. Amen. Why? Warum? Because she was so in love with God, she heard his voice. Weil diese Frau aus der Gemeinde, die war so verliebt in Gott, dass sie seine Stimme gehört hat. And went shopping. Und ist einkaufen gegangen. It's a simple act. Und das war eine ganz leichte Handlung für sie. And yet God takes the opportunity to move through it. Und Gott hat aber diese Gelegenheit genutzt, um dadurch zu wirken. Amen. Amen. Did I help? Habe ich geholfen? Yes. Praise God. Preist den Herrn. Thank you, Pastor. Danke, Pastor.